Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren besonders geeignet. Wieso? Was spricht denn dagegen? Die gucken Ehrensenf doch wegen der guten Texte. Und ich habe auch keine Lust mehr, immer das Porno-Chick, den Porno-Chick raushängen zu lassen. Schon der Stefanie zu Guttenberg zuliebe. Die hat völlig zu Recht den freizügigen Modestil vieler Promis kritisiert. Ja, stand so in der Bild, noch über den Titten. Besonders stört sie sich an Topmodel-Shows, deren Kandidatinnen für ganz viele Mädchen ein Vorbild sind. Ja, die rennen dann zum Teil schon mit 12 Jahren auch dauernd in die Dessous-Abteilung oder aufs Klo. Vater Klum hat allerdings gleich protestiert. Bei Topmodel sähe man weder nackte Brüste noch nackte Hintern. Und da hat er schon recht, körperlich muss sich da niemand entblößen. Was Vernünftiges anzuziehen kann ja sogar Leben retten. Davon ist jedenfalls das Schwein im Animationsfilm Pig Me überzeugt. Gerade noch so dem Schlachter entkommen, versucht es in einer Tierhandlung nun alles, um mögliche neue Besitzer für sich zu begeistern. Aber leider finden die unter den anderen Tieren irgendwie immer noch was Passenderes. Aber was mich wirklich freut, ist, dass die Frau vom Ken so ein breites Presseecho gefunden hat. Vielleicht findet ja doch gerade ein Umdenken statt in den Medien. Hier zum Beispiel ein schön großer Ausriss aus Spiegel Online zu dem Thema. Ein richtig seriöser, langer Artikel und nicht ein halbnacktes Mädel zu sehen. Tapferer kleiner Wolf. Und ich dachte immer mit Schafen. Naja, gegen die Bloßstellung von Männern setzt sich übrigens Herr zu Guttenberg ein. Die sollen sich auch nicht ständig ausziehen und begaffen lassen müssen. Also weg mit der Musterung, so leid es mir tut für die Gummihandschuhindustrie. So sparen wir auch Millionen an Ausgaben für Olivschick. Sieht man schön bei offenerhaushalt.de, wo der komplette Bundeshaushalt visualisiert wird. So kann man Ausgaben besser nachvollziehen und zueinander ins Verhältnis setzen. Oder man sieht zum Beispiel auch, für wie viel 1000 Euro die Kanzlerin jedes Jahr Sachverstand einkauft. Und die schalten wirklich alle ab? Halt, schaut nicht weg, hier geht sofort weiter mit Ehrensenf. Ich meine, scharfe Linktipps gnadenlos durchgeklickt. Und es kommen auch noch jede Menge Models. Hier bei paperinsight.com. Ja, kostenlose Papiermodelle, die dich aber so richtig fordern. Ihr habt sie alle schon in unzähligen Filmen gesehen. Unglaublich realistisch. Einfach perfekt für einsame Stunden. Ja gut, schneller ginge das natürlich mit einem 3D-Drucker. Wie die New York Times berichtet, sind die mittlerweile schon so ausgereift, dass sie komplexe, in sich bewegliche Teile in einem Stück ausdrucken können. Egal ob Werkzeug oder Prothesen. Und ein ganz besonders spaßiger 3D-Drucker ist das hier. Der Foam Printer, der federleichte Buchstaben und Wörter produzieren und auf die Welt loslassen kann. Toll für Twitterer, die auch mal wieder vor die Tür wollen. Etwas mehr Schaum könnte auch unser heutiger Gastzuschauer gebrauchen. Der Vishnu. Ich meine Lars. Sicher ein Vorbild für viele junge Menschen. So wie es für die Jungs von Led Zeppelin damals die Bluesmusik war. Das erfahrt ihr im ersten Teil der sehr interessanten Webserie Everything is a Remix. In der zeigt der Filmemacher Kirby Ferguson, dass das Kopieren von Vorbildern seit jeher fester Bestandteil der Popkultur ist. Gut, manche nennen das schlicht ungerechtfertigt bereichern. Aber das, finde ich, passt wohl eher zu Cutthroat Capitalism. Eine Online-Simulation, in der ihr zuerst die Rolle von somalischen Piraten einnehmt und dann fremde Schiffe. Nun heißt es, geschickt zu verhandeln, um möglichst viel Lösegeld herauszupressen. Nicht gerade politisch korrekt, das Spiel, aber das ist das Leben ja auch nicht. Hä? Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Aber warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Hä? Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss.